Willkommen zurück bei Zocker TV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Ja, und wie ihr am Titel schon erkannt habt, geht es heute noch einmal um Artikel 13. Und ja, nachdem ich ja gestern den Livestream laufen hatte, der, ich sag mal, mega explodiert ist. Also ich bin mit den Nachrichtenlesen gar nicht mehr hinterhergekommen. Es sind ja so viele Leute auf einmal im Stream aufgetaucht, was ich noch nie erlebt habe. Also nochmal echt Dankeschön für alle, die da waren, alle, die abonniert haben, die gespendet haben. Der Hammer, Leute, ehrlich, ihr seid einfach der Wahnsinn. So, und ja, heute möchte ich euch einfach mal grob zusammenfassen, was jetzt gestern eigentlich passiert ist, was das Ganze für uns bedeutet und was auf uns zukommen kann. So, denn ja, bis jetzt ist noch nichts beschlossene Sache, auch wenn einige schon davon ausgehen und es ja auch definitiv danach aussieht, aber noch ist der letzte, das letzte Wort nicht gesprochen, meine Freunde. Und ja, worum es jetzt geht und was das für uns bedeutet und was kommen kann und was nicht, das erkläre ich euch sofort nach dem Intro. So, meine Freunde, dann kommen wir mal zum Punkt und zwar Artikel 13. So, Artikel 13, habe ich das Gefühl, haben einige noch nicht ganz verstanden, worum es in Artikel 13 eigentlich geht und was Artikel 13 für uns eigentlich bedeutet. So, ich habe gestern viele Nachrichten gelesen, wie zum Beispiel, was passiert mit meinem YouTube-Kanal, ich wandere aus, ich werfe mich aus dem Fenster, werfe ich vor die nächste Bahn, keine Ahnung, also so Sachen habe ich gestern gelesen, aber das häufigste ist, was ich halt gelesen habe, war, was passiert mit meinem Facebook-Account, Twitter oder YouTube. So, und das Ganze werde ich euch heute nochmal ein bisschen erklären und wir fangen jetzt einfach mal von vorne an, was Artikel 13 eigentlich ist. Worum geht es eigentlich in Artikel 13? In Artikel 13 wird eigentlich das Urheberrecht behandelt. So, Urheberrecht ist ja im Prinzip quasi das, was ihr selber produziert habt, eigen produziert habt. Also sagen wir mal, ihr schreibt einen Songtext zum Beispiel, dann ist das eurer. Oder ihr komponiert ein Lied auf dem Klavier oder was weiß ich, dann ist das eure Komposition. Oder ihr malt ein Bild, dann ist das euer Bild. So, das ist im Prinzip das Urheberrecht. So, und ihr dürft im Prinzip keine Sachen von anderen Leuten nutzen, an denen ihr nicht die Rechte habt. So, das ist eigentlich das Urheberrecht. So, und das ist auch das, worum es in Artikel 13 geht. Jetzt muss man ja wissen, das Ganze geht ja durch drei Institutionen. Einmal durch den Rat der Europäischen Union, einmal durch die Europäische Kommission und einmal durch das Europäische Parlament. So, und erst wenn diese drei Institutionen sich einig sind, dann wird halt darüber abgestimmt. So, und genau das ist gestern passiert. Gestern ist eine Einigung gefunden worden. Nun muss man aber dazu sagen, das Europäische Parlament stimmt ja noch ab. So, das Ganze wird wahrscheinlich im April stattfinden. Und wenn dort abgestimmt wird, das, was dort abgestimmt wird, das gilt. Also wenn dort Artikel 13 abgesegnet wird, dann kommt Artikel 13 auch. Aktuell ist noch alles offen. So. Denn gestern waren natürlich nicht alle aus dem Europäischen Parlament anwesend. Denn sonst wäre das Ding ja direkt durch, theoretisch, weil warum sollen ja nochmal abstimmen? Aber wie gesagt, im April ist die letzte Abstimmung und dort entscheidet sich alles für uns, Leute. So. Dazu muss man sagen, es gibt ja nicht nur Probleme mit Artikel 13, sondern auch mit Artikel 11, so, über den ja nicht ganz so oft gesprochen wird, aber der auch ein wichtiger Punkt da, also der auch einen wichtigen Punkt darstellt. So, und zwar in Artikel 11 geht es ja zum Beispiel um die Google-Suche, zum Beispiel. Sagen wir mal, ihr sucht bei Google, was weiß ich, ja, zum Beispiel Artikel 13, oder ihr sucht nach, was weiß ich, irgendeinem bekannten Künstler oder was weiß ich. So, dann zeigt Google euch ja meistens einen Link, eine Kurzbeschreibung und ein Foto. Sagen wir jetzt mal, ihr sucht jetzt, was weiß ich, Michael Jackson, keine Ahnung. So, dann bekommt ihr einen Link, wahrscheinlich zu Wikipedia oder sonst irgendwas, eine Kurzbeschreibung und ein Bild von Michael Jackson. So, und das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein oder nicht mehr so einfach möglich sein. So, die Politiker sagen halt, dass Google an dieser Suche, also durch diese Suche quasi, profitiert. Und deshalb soll Google auch dafür zahlen. So, das ist erstmal Artikel 11. So, aber kommen wir mal zu Artikel 13. Gegen Artikel 13 läuft ja aktuell eine Petition mit sage und schreibe 4,7 Millionen Unterschriften aktuell.
Ihr könnt diese Petition immer noch unterschreiben. Dafür müsst ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung gucken. Dort habe ich euch die Petition verlinkt. Und zwar Artikel 13 behandelt ja das Thema, dass Plattformen wie zum Beispiel YouTube, Instagram, Twitter es euch ermöglichen, dass ihr Inhalte hochladen könnt. So. Jetzt sollen diese Plattformen aber sicherstellen, dass ihr keine Urheberrechtsverletzungen begeht. Das heißt, dass ihr keine Inhalte hochladet, an denen ihr keine Rechte habt. So. Das kann zum Beispiel ein Film sein, eine Folge eurer Lieblingsserie, Fotos von Künstlern oder was weiß ich. So. Es steht zwar im Artikel selbst, also in diesem Kompromiss, über den sie sich da geeinigt haben, steht jetzt nicht direkt Upload-Filter drin, aber letzten Endes ist es genau das, worauf es hinauslaufen wird. Denn nichts anderes ist das eigentlich. So, und was ist ein Upload-Filter? Ein Upload-Filter ist im Prinzip eine Technik, die eigentlich schon beim Hochladen erkennen soll, ob in diesem Video oder Foto oder in dieser Musik Urheberrechtsverletzungen begangen werden. So. YouTube hat ja schon so ein System, nennt sich Content ID. Jeder von euch, der YouTube macht, wird das wahrscheinlich kennen. Und dieses Content ID sperrt im Prinzip die Inhalte, die halt urheberrechtlich geschützt sind. Das Problem ist jetzt allerdings, dass Content ID zum Beispiel auch Sachen sperrt, die eigentlich gar keine Urheberrechtsverletzungen beinhalten. So, und das ist momentan diese Problematik. So. Und Firmen zum Beispiel könnten theoretisch sich diese Technik zunutze machen, um Zensur zu begehen. Sie könnten theoretisch sagen, sie wollen keine Negativschlagzeilen mehr über sich lesen, dann wird das Ganze rausgefiltert. So. Dazu kommt dann noch, wer davon alles betroffen ist. Es sind alle betroffen. Ausnahmslos. Das Einzige, was vorerst erstmal ausgeschlossen sein sollte, sind kleinere Unternehmen. Und zwar haben die drei Vorsätze oder Vorgaben, die sie erfüllen müssen, damit sie halt nicht mit Artikel 13 gehandhabt werden. So. Das Problem ist, sobald auch nur eine von diesen Vorgaben scheitert, stecken sie sofort in Artikel 13 drin. So, Vorgaben sind zum Beispiel, dass sie nicht mehr als 5 Millionen Nutzer im Monat haben dürfen. Sie dürfen nicht mehr als 10 Millionen Euro im Jahr verdienen, also Umsatz machen. Und sie müssen maximal 3 Jahre am Markt sein. So, das heißt, wenn das Unternehmen zum Beispiel ein Jahr am Markt ist, aber dafür 7 Millionen Nutzer im Monat hat, fällt dieses Unternehmen schon raus. So, und dann ist es schon direkt in Artikel 13 drin. So. Nur diese kleinen Unternehmen haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, um sich solche Upload-Filter zu installieren. So. Naja, dadurch würden auf jeden Fall jede Menge Seiten Probleme bekommen. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, ob Artikel 13 jetzt wirklich kommt oder nicht. Also, viele haben gestern schon geschrieben, Artikel 13 ist ja schon durch. Nein, Artikel 13 ist noch nicht durch. Also Artikel 13, darauf wurde sich geeinigt, auf diesen Kompromiss wurde sich geeinigt. Aber abgestimmt über Artikel 13 wird natürlich erst im April. So, und zwar vom Parlament. Was dort entschieden wird, gilt. Wenn dort gesagt wird, Artikel 13, alles klar, nehmen wir an, dann kommt Artikel 13. So, jetzt ist es ja so, Ende Mai ist Europawahl und viele der Politiker wollen natürlich wiedergewählt werden. Und von daher kann es sein, dass das Parlament sich vielleicht noch dagegen entscheidet. Bisher hat das Parlament zwar meistens dafür gestimmt, worauf sich geeinigt wurde, aber es könnte, wie gesagt, durch die Europawahl, die im Mai stattfindet, durchaus möglich sein, dass viele sich noch umentscheiden. So, also nochmal, die Möglichkeit zur Petition steht immer noch. Ihr könnt auch immer noch euren Abgeordneten schreiben. Ich werde euch auch die Links alle in der Videobeschreibung verlinken. Also, wenn das Parlament sich für Artikel 13 entscheidet, dann dauert es noch circa ein Jahr, schätze ich, bis das Ganze dann durchgesetzt wird. Also, ich schätze mal so 2020 werden wir dann erst davon betroffen sein. Aber bis dahin ist ja noch ein langer Weg. Das heißt, es kann noch viel Wasser durch den Rhein fließen und wir müssen mal abwarten, was das Ganze dann bringt. So, zuletzt noch meine persönliche Meinung. Also, ich denke, es ist gut, dass das Urheberrecht besser geschützt werden sollte.
ob es jetzt wie in Artikel 13 beschrieben gut ist mit dieser Technik und so, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da halte ich noch nicht so viel von. Ansonsten denke ich, dass wir ja definitiv eine Änderung spüren werden, wenn auch vielleicht nicht so in dem Ausmaße, wie das jetzt praktisch überall gerade derzeit angepriesen wird. Aber ja, bleibt abzuwarten. Ich persönlich glaube ja auch, dass bei allen Plattformen wie YouTube, Google, Facebook, was weiß ich, schon irgendwie ein paar Leute sitzen, die sich mit dem Thema schon längere Zeit beschäftigen und schon nach einer Lösung suchen. Denn ich meine, Artikel 13 gibt es nicht erst seit gestern, das ist schon seit letztem Jahr aktuell. Ja, jetzt bleibt halt einfach nur abzuwarten, was jetzt letztendlich daraus wird. Wie gesagt, ihr könnt immer noch die Petition unterschreiben, ihr könnt eure Abgeordneten anschreiben, was ich euch auch definitiv empfehlen werde. Und ich werde euch auf jeden Fall die Links in die Videobeschreibung packen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.